Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zu God of War und zwar aus der Reihe Guide Remastered. Die Guides zu God of War sind ja jetzt hier momentan zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits 4 Jahre alt. Ich bin der Meinung, dass ich in den letzten 4 Jahren einiges dazu gelernt habe und die Guides werden von euch sehr, sehr gerne gesehen. Die haben sehr viele Aufrufe und auch jetzt gerade, wo das neue God of War Ragnarök rausgekommen ist, sehe ich halt, dass die alten Videos viel geschaut werden und ich denke, ich kann das besser. Ich kann das besser, als ich es damals gemacht habe. Es gibt auch so ein bisschen Mecker manchmal, dass ich nicht genug die Map zeige oder aber halt, dass die Schnitte ein bisschen unglücklich sind. Und deswegen habe ich halt mir God of War nochmal vorgenommen und so euch hier nochmal alle Sammelobjekte präsentiert in einer für euch hoffentlich besseren, ja, Form, das Ganze zu machen. Und es sieht auch ein kleines bisschen schicker aus, finde ich, von der Einblendung her. Da war ich auch sehr unzufrieden mit. Und damit kommen wir zu den Sammelobjekten im Berg. Wir haben schon ein bisschen was eingesammelt. Naja, so viel auch nicht. 3 Stück jetzt insgesamt. Der Start war, denke ich, sehr, sehr gut klar. Direkt Eingang Berg natürlich. Später kommen wir dann nochmal zum rückwärtigen Eingang. Da gehen wir auch gemeinsam hin. Nur manchmal haben die Leute Probleme, wenn ihr gerade irgendwie durchs Video durchskippt und nicht wisst, wie ihr da hinkommt. Es gibt nochmal extra ein Video von mir auf dem Kanal. Hintereingang Berg. Da war relativ häufig das Problem, dass die Leute nicht ganz genau wussten, wie man das macht. Denn natürlich solltet ihr das Ganze machen, nachdem ihr das Spiel durch habt. Nachdem ihr das Spiel durchgespielt habt, ist einfach am besten das zu machen, weil ihr dann einfach alle Fähigkeiten und Fertigkeiten habt, um halt auch wirklich alle Objekte mitzunehmen. Das ist daher auf die Art und Weise zu empfehlen, weil hier kommen später auch noch Sachen. Da brauchen wir die Winde von Hel zum Beispiel. Und wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, wovon ich rede, dann seht ihr schon, okay, hat jetzt keinen Sinn, das Ganze jetzt schon hier an dieser Stelle machen zu wollen. So, und damit holen wir uns jetzt erstmal das erste von 7 Wissen. Ihr seht es unten in der Ecke, wir haben 33 Sammelobjekte insgesamt an der Zahl. Der Berg ist ja relativ groß. Wie gesagt, Vordereingang, Hintereingang, selbst in der Story müssen wir mehrfach hin. Also, das Ding ist relativ groß und denkt dran, wenn euch irgendwo ein Fahrstuhl fehlt oder so, dann wird euch auf dem Kanal mit weiteren Videos zum Berg auf alle Fälle geholfen. So, vom Wissen geht es rüber zur nächsten Nonnentruhe. Die Nonnentruhe hat die Lösung an die Wand geschrieben. Da sehen wir halt keine Runenleuchten direkt auf der Truhe, sondern an der Wand. Sehen wir gleich, wenn wir hier um die Kurve kommen. Da ist die Truhe. Und ich mache immer wieder zwischendurch die Map auf, weil es sich gewünscht wurde. Besonders wahrscheinlich von den Leuten, die einfach quer durchs Video durchskippen. Und da sehen wir die 3 Runen, BNR, die benötigt werden, um das Ganze zu lösen. Da haben wir einmal hier in der Mitte jetzt hier, wenn wir auf der Brücke sind, haben wir oben nochmal, machen wir erstmal unten, machen wir, oder? Doch oben. Fangen wir oben an. Von der Brücke kommen wir nämlich gleich an 2 dran. Ah ja, genau, unten war schon der richtige Buchstabe eingegeben von vornherein. Da braucht man gar nichts dran zu machen. Dann einmal wieder zurück über unsere Lichtbrücke und hier direkt an der Lichtbrücke haben wir bereits das dritte. Und da haben wir unser BNR komplett und können unsere erste von 2 Nonnentruhen hier im Berg öffnen. So, damit geht es weiter. Wissen 2 von 7. Wir folgen wieder einfach ganz normal dem Weg, den wir auch so in der Story eigentlich schon gegangen sind. Deswegen habt ihr das vielleicht schon sogar mitgenommen, weil das hier einfach nur nämlich an der Seite verborgen ist. Erstmal hier wieder ein bisschen drunter langkriechen. Einmal an den netten toten Gesellen vorbei. Es sieht sogar aus, oder? Es sieht doch wirklich gut aus, ne? Also ich meine, so dieser Grafiker zu sein, der das Ganze gemacht hat mit diesen 1000 Knochenteilen und so, aber es ist halt einfach schick, ne? Also würde ich gerne mal so einen Grafikdesigner über die Schulter schauen, wenn er so ein Level generiert, wenn er da Grafiken für definiert und so, wie das alles gemacht wird. Würde mich echt mal sehr interessieren, das zu sehen. Sehr, sehr gut gemacht. So, aber jetzt geht's zurück ins Tageslicht hinein. Und jetzt sind wir wieder praktisch am Eingangsbereich angekommen, nur halt auf der anderen Seite und können dann hier am Rücken das Wissen lesen. Hier, da schiebt uns sogar der Atreus durch die Gegend hier. Der schiebt einen Kratos durch die Gegend. Das lässt doch einiges an Potenzial bei dem Kleinen hoffen, oder? So, ein bisschen das Bein gestreckt. Und dann können wir weitergehen zum nächsten Wissen gleich direkt. Einmal jetzt hier durch die Tür durch. So. Diese Area kennen wir noch gar nicht. Hier sollten wir eigentlich noch gar nicht gewesen sein. Gab es keinen großartigen Grund für, meiner Meinung nach. Jetzt brauchen wir aber erst einmal ein Licht, um das Wissen überhaupt entziffern zu können.
Jetzt sind wir wirklich direkt am Haupteingang wieder angekommen, wo wir reingekommen sind, als wir eben gerade ja, vor 5 Minuten mittlerweile gestartet sind. Nur halt, dass wir jetzt von der anderen Seite kommen und jetzt mit dem Licht dort zur Wissenstafel hingehen können, um dort das Wissen freizumachen, anzeigen zu lassen, aktivieren zu können. Hier im Berg gibt es übrigens auch ein komplettes Rüstungsset mitzunehmen. Ist kein Sammelobjekt, ist nicht notwendig für irgendeine Voraussetzung, für irgendwas. Aber da wir da sowieso fast direkt dran vorbeikommen, kommt erst so weiter im hinteren Teil des Videos. Wir werden diese 3 Rüstungsgegenstände mitnehmen, weil wir sowieso wirklich fast direkt dran lang gehen. Und deswegen schon mal für mir der Hinweis, die Rüstung aus dem Berg bekommt ihr hier beim Video direkt mitgeliefert. Sind nochmal 3 zusätzliche Punkte letztendlich oben drauf, weil ich das natürlich hier nicht mit in der Nummerierung habe. Da, wie gesagt, sind ja keine offiziellen Sammelobjekte. So, 3 legendäre Truhen gibt es. Wir holen uns die erste, indem wir hier auch weiter ganz brav dem Weg folgen. Das ist ein Weg, den wir schon kennen. Wir kommen jetzt gleich rein, wo wir das erste Mal sozusagen uns selber unseren Fahrstuhl gebaut haben. Und hier gibt es jetzt gleich in dem Raum sehr, sehr viel zu tun. Hier haben wir wirklich ganz, ganz viele Dinge, die wir hier tun können. Ich glaube, ich habe jetzt hier gerade ein paar Gegner weggemacht. Da hat man den kleinen Cut gesehen. Erst einmal hier die Kette hoch. Und dann haben wir direkt gleich auf der linken Seite die legendäre Truhe. Wie gesagt, hier ist viel zu tun, da kann man auch zig verschiedene Reihenfolgen nehmen. Ich müsste mal gucken, das merke ich erst dann, wenn ich die Timeline schreibe, wie unterschiedlich ich das eventuell in meinem ersten Guide-Durchgang aufgenommen habe. Ich habe nämlich nicht das so gemacht, dass ich meine Guides aus dem Jahr 2018 als Vorlage genommen habe, sondern ich habe das wirklich komplett neu remastered, remaked. Ich habe also wirklich komplett die Sachen einfach, ja, auf die Art und Weise, wie ich es heutzutage tun würde, gemacht und habe dadurch festgestellt, dass die Videos teilweise alle, obwohl ich öfter die Map zeige, fast alle ein bisschen kürzer sind. Ich glaube, hier beim Berg sind es wirklich so, dass wir 20, 30 Sekunden mehr haben als in der 2018er Version. Aber wie gesagt, von der Reihenfolge her weiß ich nicht genau, ob ich da Unterschiede habe, weil wie gesagt, dieser Raum hier insgesamt, der bietet wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, in unterschiedlichen Reihenfolgen die Sachen einzusammeln. So, vom ersten von 3 Shops holen wir uns den Raben, der fliegt gleich hier gegenüber vom Shop hier durch die Luft. Mal gucken, ob ich ihn gut hinbekomme beim ersten. Perfekt, perfekt, Gulli, sehr gut. So, genug auf die Schulter geklopft, der Rabe ist erledigt. Auch hier wieder die Map wird. Ich finde sie nicht immer so sinnvoll, aber sie wurde sich gewünscht. Sie wurde sich wahnsinnig oft gewünscht. Wie gesagt, ich denke mal von Leuten, die eventuell quer durchs Video durchhüpfen, dass da dann doch der Wunsch danach war, öfter mal auf die Map zu schauen. Und dementsprechend habe ich das jetzt hier auch gemacht. Und jetzt hier durch die bösartige Stachelfalle hindurch geht es zum zweiten von insgesamt 6 Artefakten. Und zwar gleich direkt gegenüber diese Tür einmal aufhauen. Da oben ist ja diese gelbe Schlagkante sozusagen. Auch geil, wie das unten glühend da über den Boden rutscht, ne? Das sind auch so Kleinigkeiten, die haben oft sogar erst dann auffallen, wenn man halt nochmal wirklich ganz in Ruhe sich das Videomaterial ansieht. So, damit holen wir uns den nächsten Raben. Nebenan sind wir rausgekommen. Jetzt klettern wir hier nach oben. Und da direkt geradeaus sitzt er. Kein schwerer Wurf oder ähnliches, nein, einfach direkt dort vorhanden. So, und auch hier diese Stelle zum Beispiel, da braucht ihr natürlich die Blitzpfeile. Ne? Ohne Blitzpfeile gibt es hier kein Weiterkommen. Wenn ihr die also noch nicht habt, nützt es euch nichts, dann könnt ihr hier nicht in den Raum hinein und würdet das Artefakt verpassen. Deswegen, wie gesagt, das Gute ist auch, dass ihr also direkt, nachdem ihr jetzt ein Sammelobjekt aufgehoben habt, was euch noch fehlte, sagt ich mal, fehlt euch nur dieses Artefakt, dann könnt ihr direkt das auch wieder aus dem Level raus. Na gut, okay, ihr müsst jetzt sowieso irgendwie zum nächsten mystischen Tor kommen, was dort zum Beispiel in der Geheimkammer wäre. Ihr könnt aber direkt
hier raus, braucht da nicht irgendwie die noch komplett durch den Berg durchzurennen oder so, das wird gleich direkt gespeichert, dort die Sammelobjekte. So, damit kommen wir zur ersten oder besser gesagt einzigen Geheimkammer hier im Berg und auch hier eine alte Regel bewahrheitet sich wieder. Wir haben in einer Geheimkammer ein mystisches Tor und auch einen Raben werden wir hier finden und natürlich eine von den gefürchteten Walküren. Habe ich gerade erst wieder einen Kommentar gehabt zu einem von den Remake-Guides, dass den lieben Zuschauer die Walküren in den Wahnsinn treiben. Aber die sind auch heftig. Ich finde auch wirklich, die sind heftig. Die sind echt nicht leicht. Und wenn man dann auch noch zu Sigrun kommt, dann denkt man auf einmal doch, spielt man hier Dark Souls oder was? Ist dann doch schon sehr heftig. So, ab in die Walkürenkammer. Ah, hier geht der Charakter von alleine langsam. Und da hüpft der Rabe von rechts nach links. Und da haben wir ihn. So, Walküre, machen wir wieder nur den Start. Den ganzen Kampf habe ich natürlich nicht drin. So, einmal zuschlagen und dann können wir auch schon den Kopf looten, ne? Wenn es immer so leicht wäre. Ich nehme das komplette Loot mit auf jetzt hier, damit ihr einfach wisst, was dort rauskommt. Es ist bei den Walküren sehr, sehr geiles Zeug und dass ihr dann vielleicht denkt, oh scheiße, die Walküre wollte ich erst später angehen, aber hier bekomme ich genau das, was ich haben möchte. Und deswegen habe ich hier das fette Loot mit aufgenommen, dass ihr genau seht, was man hier mitnehmen kann. Und wenn ich fertig bin mit Looten, dann werden wir eine Schnellreise machen. Also besser gesagt, ihr müsst dann eine Schnellreise machen. Das nächste mystische Tor habt ihr innerhalb der Story freigeschaltet. Das habt ihr in der Story freigeschaltet. Das ist also der kürzeste Weg, dass wir jetzt hier in der Geheimkammer das mystische Tor nutzen, um damit dann zum nächsten weiteren zu kommen, was wie gesagt in der Story freigeschaltet wurde. Das habt ihr auf jeden Fall zur Verfügung. Und kürze Zeit natürlich auch die Guide-Sache ab. Weil ich dann mal irgendwann wieder schneller gehen darf. So, und das müsste hier in der englischen Variante ist es das Summit. Das müsste der Gipfel sein. Da ist er, der Schnellreisepunkt. Und das ist dann halt auch automatisch das zweite mystische Tor hier. Und ist, wie gesagt, für euch auf alle Fälle verfügbar. Könnt ihr nicht verpassen, das Ganze. Ich mache es hier nochmal auf, nur halt, dass ihr seht, aha. Wieder für die Leute, die im Video hin und her gesprungen sind. So, und damit kommen wir zu einer von den Sprachentruhen, um Muspelheim freizuschalten. Die ist gleich hier vorne. Das sind also nur ein paar Schritte vom mystischen Tor. Und das nächste Teil, das zweite ist es bei mir in diesem Fall für Muspelheim. Und dann gehen wir jetzt hier einmal geradeaus über diesen Platz rüber, wo wir Mimia geholt haben und klettern direkt hier vorne runter. Und werden dann auch gleich zum ersten Rüstungsstück kommen, zum ersten Rüstungsset, was ich euch schon vorhin angekündigt habe, was ihr hier komplett aus dem Berg mitnehmen könnt. Erst einmal gehen wir hier runter und haben hier wieder so ein Leiden Christi, so ein Soldaten hier rumliegen. Da haben wir das Artefakt. 4 von 6 und dann gehen wir einmal hier runter und die rote Truhe. Das sind jedes Mal rote Truhen, die beherbergen die Rüstung. Das letzte Rüstungsstück habe ich hier nicht im Videomaterial, das habe ich in der Story aus Versehen mitgenommen. Ich denke, oh geil, rote Kiste, nimmst du eh nicht auf. Man muss ja bei so einem Video ist auch so diese Geschichte, dass man ja meistens relativ schlecht equipped ist, ne? Und auf einmal auf recht hochlevelige Gegner, weil man halt einfach nur komplett durch die Story durchrauscht, rechts und links gar nichts macht. Und dann halt auch nicht genug Hacksilber hat zum Upgraden und all diese Geschichten. Und da freut man sich für jede rote Kiste, die man ungestraft aufmachen darf. Und genau die durfte ich nicht ungestraft aufmachen. Aber wir werden es gleich sehen. Erst einmal geht es jetzt zum nächsten Wissen hin. Ist ein relativ langer Weg. Und wir müssen anschließend auch durch den Berg komplett den langen Weg zurückgehen. Ne? Also deswegen passt auf, merkt euch den Weg. Denn wie ihr müsst komplett zurückgehen. Es sei denn, ihr habt natürlich alles innerhalb der Story aufgehoben und braucht das dann nicht. So, jetzt haben wir hier wieder die kleinen Sprengkristalle.
Das nutzen wir hier, damit wir den Schrein freilegen können und dann das Wissen dort haben. Ich hätte vielleicht nicht Schrein sagen sollen, weil das nächste Objekt, was wir uns holen, ist nämlich wirklich dann ein Schrein. Da in dem Raum mit dem Schrein ist auch eine Rune schon drin für die Nonnentruhe. Werde ich nicht holen, ganz einfach, weil ich die Nonnentruhe dann komplett am Stück mache. Aber nur für euch, dann habt ihr schon mal als Hinweis, dass da auch eine Rune drin ist, da in dem Raum da, den ich da jetzt freisprenge. So, jetzt gehe ich also zur Nonnentruhe hin und dann holen wir uns die drei Runen. Wie gesagt, eine war in dem Raum eben gerade schon drin, aber halt auch hier Leute, die direkt nur zur Nonnentruhe springen, haben dann kurz den Blick auf die Karte, haben die Truhe und haben dann halt auch alle drei Runen da schön am Stück, so einmal da drüben. Dann müssen wir einmal das Tor nutzen, um nach oben zu kommen. Also das Tor, die Brücke natürlich. Die Brücke einmal nach oben fahren, dann hier Festeisen und dann können wir hochgehen. Na, lass los. Ich glaube, ich drücke da mal die falsche Taste irgendwie. Na jetzt, na also. So, Siegel 2 von 3. Und dann können wir hier ruhig runterspringen und gehen jetzt zurück in den Raum mit dem Schrein und haben dort das dritte Siegel dann für die Nonnentruhe. So, weiter geht es rückwärts durch den Berg. Aber eigentlich kann man sich auch kaum verlaufen, wenn ihr also nachher wieder hier dann komplett zurückrennen müsst, dann ist das nicht so schlimm, sage ich mal, weil ist es dann letztendlich doch irgendwie alles eher geradeaus. So, dann hier hinter diesem roten Eimer verborgen das Artefakt und von dem Artefakt geht es rüber zur legendären Truhe. Auch ein relativ langer Weg, gerade durch die Kletterei natürlich, aber gerade hier so im Dunkeln, so in dem Dunkel hier, möchte ich nicht da irgendwie mit zweifacher Geschwindigkeit arbeiten. Das würde, glaube ich, die eine oder anderen verwirren und genau dafür sind die Guides ja da, um hoffentlich gar kein Fragezeichen bei euch offen zu lassen, wo und wie man da gerade ist. So, der Shop ist jetzt das Schlimmste, also sagen wir mal so, wenn wir den Shop nicht hatten, ist es mit der größte Grund, dass wir diesen ganzen Weg laufen und dann müssen wir halt vom Shop wieder zurückrennen. Aber so ist es halt. Aber ihr könnt an den großen Kampf erinnern, weil von hier aus geht es jetzt auch nicht weiter. Jetzt gibt es also nur den Weg zurück. Ich hätte an dieser Stelle auch sehr, sehr, ja, sehr, sehr guten Cut setzen können. Ich hätte sagen können, hey Leute, rennt den Weg zurück, den wir gekommen sind. Ich wollte auf Nummer sicher gehen. Ich wollte auf Nummer sicher gehen, habe deswegen den Weg nochmal drin gelassen, nochmal ohne, ja, ohne das Ganze mit zweifacher, vierfacher Geschwindigkeit abzuspulen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ansonsten habt ihr ja unten auch die Timeline zur Verfügung, um euch dort, ja, dann direkt einfach halt jetzt zur nächsten Option hinzuspringen.
So, von da waren wir gekommen, vom mystischen Tor, sind geradeaus da in den Berg rein und jetzt gehen wir hier unten lang. Weil wie gesagt, da kommen wir ja auch nicht so komplett in den Berg hinein. Das wäre jetzt sozusagen wirklich der Hintereingang Berg, wo man dann nochmal praktisch an fast alles rankommt sozusagen. So, dann haben wir einmal hier die Sprachentruhe. Weil hier der Chip, der Dekodierchip sozusagen für Niflheim drin ist, habe ich es halt Niflheim-Truhe genannt. Oder halt Sprachentruhe, wie man möchte. 2 von 4 gefunden. Der Weltenriss ist hier in der Mitte, noch sieht er ihn nicht. Und jetzt ist er da. Genau, das habe ich nämlich aus Versehen in der Story reingepackt. Übrigens sehr interessant, wie unterschiedlich die Farbe hier ist. Ne? Selbe Aufnahme, selbe Stelle im Spiel. Und die Farben sind ganz, ganz anders, als sie jetzt nach Beendigung des Spiels sind. Na hier, schaut euch den Unterschied an. Ich meine, das ist die PS5, da gibt es keine Grafikeinstellungen. Und ich habe auch an der Aufnahmesoftware nichts geändert, sondern es sieht einfach viel, viel heller nach Beendigung des Spiels aus an der Stelle. Sehr interessant auf alle Fälle. So, hier ist der nächste und letzte Shop oder Laden gerne. Und damit kommen wir zum nächsten Rüstungsstück. Wie gesagt, ich habe euch halt die komplette Rüstung versprochen, dass wir hier die holen, weil wir halt, wie gesagt, direkt dran vorbeilaufen. Hier auch wieder, die Kiste ist es. Und damit seht ihr hier auch schon, sind wir gleich fertig, obwohl das Video noch relativ lange geht. Ne? Also wir haben jetzt ja, was noch? 3 Objekte und noch 4 Minuten, ne? Aber da kommen auch noch so ein paar knifflige Sachen. So, hier ist das letzte Artefakt, was wir nehmen. Nochmal wieder zwischendurch mal den Blick auf die sehr nützliche Karte. Neben mir, was da glaube ich am Leuchten mal warten muss, auch eine Schatzkarte, könnt ihr gleich mitnehmen. Die Schätze mache ich natürlich einzeln, die haben ja halt hier nichts zu suchen in den... Ja, erstmal zählen sie nicht zu den Sammelobjekten dazu, hier innerhalb der Region. Das ist das eine und zum anderen ist es halt so, dass die Schätze ja dann immer gefunden werden in einer anderen, also meistens gefunden werden in einer anderen Region, nicht immer. So, da müssen wir wegsprengen. Da müssen wir wegsprengen an der Stelle, da das man der Atreus draufschießt, um diesen Wagen rauszuziehen. Den Wagen ziehen wir dann hier raus, um dann hier die rote Truhe zu looten. Und dort ist das dritte Rüstungsstück drin, was ich ja wie gesagt innerhalb der Story schon mitgenommen habe. So, und auch das ist ein relativ weiter Weg, relativ zum nächsten Wissen hin. Also erstmal durchs Griechen, das war auf alle Fälle eine Schatzkarte, genau. Das war eben gerade auf alle Fälle eine Schatzkarte. Da erkennt ihr jetzt vielleicht den Fahrstuhl wieder, mit dem ihr hier hochgekommen seid, innerhalb der Story. So, jetzt schickt man da oben Atreus rein. Und dann kommt die pfiffige Lösung, wo ich damals so lange gesucht habe. Ich bin froh, dass sich das so ins Gedächtnis eingebrannt hat, dass ich hier gar nicht nachdenken musste, wie ich das löse. Ich habe nur ein bisschen Probleme gleich beim Abstellen von den Winden von Heel. Aber ansonsten, ich wusste es zum Glück noch. Ich weiß noch, was ich mir damals einen Ast gesucht habe, wie ich das denn hinbekomme. Erst einmal hier das Wissen. Nach dem Wissen kommt da ein fetter Gegner raus. Den machen wir weg. Habe ich natürlich rausgeschnitten, logisch. Ein paar kleine kommen, glaube ich, auch noch dazu. Wecke ihn nicht, ne? Haben wir aber gemacht. Da ist er. Und da ist er weg. Na, schon was Kleines ist noch da. So, und da sieht er ja, um an die legendäre Truhe heranzukommen, brauchen wir die Winde von Heel. Und dafür haben wir einmal hier zum Wegbrennen. Und dann probiert man sich einen Wolf. Ne? Man nimmt hier die Winde von Heel auf und probiert dann irgendwie zur legendären Tür hinzukommen innerhalb von 10 Sekunden. Und das ist absolut unmöglich. Und deswegen kann man das gute Stück tragen. Da
Da haben auch im alten Video viele, viele Kommentare, ach, das kann man tragen, also keine Sorge, Leute. Ich habe da auch lange, lange rumprobiert gehabt. Diesmal habe ich sofort gewusst. So, ich wollte das eigentlich gerade oben drauf stellen. Aber das geht irgendwie nicht. So. Und da ist der Wind. Und den parken wir jetzt nämlich hier schön in der Mitte. Dann können wir ganz in Ruhe hochklettern. Und wenn wir oben sind, nehmen wir den Wind mit und öffnen damit den Zugang zur legendären Truhe. Und das war's von God of War 2018. Der Guide in 2023, 5 Jahre später, in hoffentlich besserer Qualität, in hoffentlich besseren Videoschnitt und für euch besser nachvollziehbar. Schreibt mir das gerne unten rein in die Kommentare, da würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, mit Glocke aktiv, verpasst ihr weiter kein neues Video. Ich danke euch fürs Dabeisein und ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.